Willkommen hier mit der P-36A in War Thunder. Das hier ist so der erste Flieger auf der Seite der Amerikaner, der mir wirklich, wirklich gefallen hat. Er war schön wendig. Er hat sehr viel Spaß gemacht, überhaupt zu fliegen. War auch von der Steigrate und alles super geil. Aber das einzige Problem, was ich finde, ist das eine Maschinengewehr und das eine hochkalibrige Maschinengewehr. Wie man sieht, meine Munition geht schnell durch. Ich verfehle die Stuka wie nichts anderes, aber selber hat die Stuka sich da irgendwie selber vernichtet. Ich habe keine Ahnung, was sie da gemacht hat, ganz ehrlich. Auf jeden Fall wenig Munition, 500 Schuss fürs normale, 200 fürs etwas größere MG. Absolut nicht gut. Wiederum, Ausweichen, Rollen, Dogfight-Stuff, alles super bei dem Baby. Leider halt, die Bewaffnung ist nicht gerade sehr viel besser als die von den vorherigen Fliegern. Dafür macht er wenigstens Spaß zu fliegen, endlich mal ein Flugzeug, das auf einem gewissen Niveau ist, wo man sagen könnte, ja, gefällt mir. Designtechnisch, endlich auch mal ein Flugzeug ohne die ganzen Verstrebungen, die außerhalb sind. Also das hier ist wirklich das erste gute Flugzeug auf Seiten der Amerikaner. Leider, wie gesagt, habe ich meine Probleme mit der Bewaffnung, dass wir wirklich sehr weak bewaffnet sind. Zwei MG ist schon mal okay, hätten wir zweimal das schwere MG, ein bisschen mehr Muni wäre super. Ich hatte aber das Gefühl, dass ich auch sehr schnell in Brand geraten bin. Keine Ahnung, ob das so stimmt. Aber ich hatte auch bei manchen Flugzeugen, gerade die, welche etwas stabiler gebaut sind, sowas wie etwas größere Bomber oder so, ein Problem, dass selbst mit meinen beiden MG, selbst wenn ich mit beiden Schüssen getroffen habe, ich konnte die Flieger zwar durchlöchern, aber ich habe die sehr schwer down bekommen. Also ich habe das Gefühl, die MGs machen nicht allzu viel Schaden bei größer bebauten Flugzeugen. Und jetzt gerade hier unser Dogfight. Ich komme immer relativ gut rausgedreht, kann ein paar Hits landen, aber dass die Maschinen... Ja, da steht sogar Maschinenkanone, nicht Maschinengewehr. Ja. Das Maschinengewehr, was wir haben, ist zu schwach. Und die Maschinenkanone... hier habe ich mir jetzt geopfert, weil ich einfach mir dachte, okay, ich will nicht zum Flughafen. Versuchen wir, die Flak zu kriegen. Haben wir. Aber die Maschinenkanone könnte ruhig mehr Muni vertragen. Das ist so das stärkste Teil, was wir hier haben, die Kanone. Und naja, wenn sie trifft, auch bei Bodenziel, solider Treffer, guter Schaden. Leider in Richtung Dogfight ist das, wie gesagt, könnte ich mir lieber zwei Maschinenkanonen vorstellen als, ja, als das Maschinengewehr. Also wir haben eine 12-7er als Maschinenkanone da drin, beziehungsweise schweres MG mit dem 200 Schuss und die als anderes ein 7-6-2. Das ist das ganz normale MG, was nicht sehr viel Schaden anrichtet. Das klingt wie Regen, könnte man sagen. Ich wünschte wirklich, dass wir die Kanone zweimal haben oder dass wir Kanonen oder MGs in den Flügeln hätten, die Maschinenkanone. Oder vier MGs wenigstens in den Flügeln, zwei in der Schnauze von den M-Kanonen. Aber man kann sich sehr viel wünschen. Am Ende des Tages haben wir hier eine super Grundlage für zukünftige Flugzeuge. Gut zu steuern, macht gute Aktionen im Dogfight. Wir brauchen nur noch die gute Bewaffnung. Ja, Panzer und maybe auch etwas. Ich bin sehr schnell auseinandergefallen in vielen Situationen. Aber theoretisch können wir mit allem mithalten, was uns so entgegenkommt. Vielleicht ein bisschen mehr Damage. Seht ihr, das passiert mir häufiger mal mit dem Flugzeug, dass mir einfach der Flügel abgerissen wird, aber sonst ist das hier ein Top-Tier-Flieger und das hat echt Laune gemacht damit. Und das war's dann für mich heute. Den Rest des Gameplays könnt ihr euch gerne auch so anschauen. Danke fürs Zusehen. Schreibt eure Kommentare, was ihr von dem Flieger haltet, in Kommentar-Section. Ja, schreibt mir eure Kommentare. Haut raus. Haut rein. Was ist denn heute los mit mir? Ciao, ciao.